Wir haben für euch vor 3 Monaten ein Video über E-Zigaretten gemacht, das bei euch auf ziemlich viele Kontroversen gestoßen ist. Ich kann zwar verstehen, dass sich einige Dampfer unter euch nicht ganz wohl dabei gefühlt haben, aber so viel Blödsinn haben wir euch da gar nicht erzählt. Also hier nochmal eine kleine Aufklärung. Viele von euch waren der Meinung, dass es eine Langzeitstudie gibt. Jein, es gibt eine Studie, welche über 3,5 Jahre durchgeführt wurde. 3,5 Jahre finde ich persönlich, gerade wenn es um unsere menschliche Gesundheit geht, nicht gerade lang. Der Begriff Langzeitstudie ist jedoch nicht in einem bestimmten Zeitrahmen definiert. Insofern sei das mal so dahingestellt. Die Studie, in welcher Professor Dr. Polosa, Direktor des Instituts für Innere Medizin und Klinische Immunologie an der Universität Catania in Italien mit sage und schreibe 16 Personen durchgeführt hat, testete, ob E-Zigaretten wirklich schädlich sind. Jede Person, die jemals das Fach Statistik besucht hat, müsste hier kurz schmunzeln, denn 16 Personen für eine Studie heranzuziehen, macht die Aussagen nicht gerade repräsentativ. Nichtsdestotrotz sind die Ergebnisse interessant. Für die Studie wurden nur Personen herangezogen, welche vor dem Dampfen nicht geraucht haben, sodass Folgeschäden vom damaligen Rauchen ausgeschlossen werden konnten. Die Testpersonen unterzogen sich 3-mal im Jahr einem morgendlichen medizinischen Check-up in diesem Zentrum für Tabakprävention an der Universität. Einige Testpersonen wurden ausgeschlossen, da sie im Laufe der Studie auch das Dampfen aufgegeben hatten und nur noch sporadisch an der E-Zigarette waren. Das ist zwar ein sehr genaues und wissenschaftlich sauberes Vorgehen, leider folgte aber daraus, dass von den 16 Personen 7 Teilnehmer rausflogen, sodass die Studie nur noch mit 9 Personen beendet werden konnte. 9 Personen, die die ganze Menschheit repräsentieren sollen. Was waren aber die Ergebnisse? Die Studie konnte keine Veränderung des Gesundheitsbildes finden. So weit, so gut. Jedoch kann man dadurch nicht behaupten, dass ein Risiko ausgeschlossen ist. Fakt ist, dass Dampfen um 95% weniger schädlich ist als eine normale Zigarette. Generell kann man sagen, dass E-Zigaretten weniger schädlich als normale Zigaretten sind. Da beim Vapen kein Tabak verbrannt wird, sinkt das Krebsrisiko im Gegensatz zu Zigaretten sogar um 95%. Und somit für Menschen, die mit dem Rauchen aufhören wollen, eine gute Alternative. Jedoch bleiben hier immer noch 5%, welche auch diese Studie mit 9 Teilnehmern nicht ausschließen kann. Von den Medien werden E-Zigaretten dennoch immer noch ziemlich negativ dargestellt. Das hat viele Gründe, die aber nichts mit den gesundheitlichen Folgen zu tun haben. Zum einen gibt es Gesundheitsaktivisten, die aus unterschiedlichen Gründen der E-Zigarette abgelehnt gegenüberstehen. Beispielsweise, weil sie ihre bisherige Arbeit der Suchtprävention dadurch gefährdet sehen, Befürchtungen um ihre Finanzierung haben, Genussmittel gegenüber moralisch ablehnend gegenüberstehen und so weiter. Irgendwas gibt's irgendwie immer. Hinzu kommt die Pharmaindustrie, die durch die E-Zigarette ihre enormen Umsätze der Nikotinersatztherapie verlieren würde, wie zum Beispiel Pflaster, Kaugummis und Sprays. Ja, ihr kennt das Zeug, oder? Auch von explodierenden Akkus wird berichtet. Das Einzige, wo man vorsichtig sein muss, ist bei der Überhitzung des Akkus, da es tatsächlich schon Fälle gab, in denen Akkus explodiert sind. Es gibt auch Akkus, die explodieren. Die gibt es aber in E-Zigaretten genauso häufig wie in Handys. So, also wie auch schon im ersten Video gesagt, das Dampfen ist weniger schädlich als die klassische Zigarette und für Abhängige eine absolute Alternative. Es gibt aber keine repräsentativen Langzeitstudien dazu. Wer nur Wasserdampf inhaliert, muss sich aber definitiv keine Gedanken machen. Ich meine, das mache ich bei einer Erkältung auch immer. In der Küche, unter einem Handtuch, ja. Wenn ihr jetzt noch so eine spannende Frage habt, beziehungsweise wenn ihr irgendein interessantes Thema habt, zu dem ihr was wissen wollt, dann schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir doch einfach bei WhatsApp. Die Nummer gibt's wie immer hier unten in der Infobox.